Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum 8. Forschungstag der österreichischen Bundesforste begrüßen, der sich mit der Fischerei, den Fischen, den Gewässern heute beschäftigt. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein altes Sprichwort, das sagt, alle guten Dinge sind drei. Warum fällt mir dieses Sprichwort dazu ein? Eigentlich wäre der Forschungstag geplant gewesen für März 2020. Zwei Tage vor dem Forschungstag ist Corona aufgetaucht. Und wir standen vor der Frage, sollen wir den Forschungstag überhaupt absagen oder versuchen wir es online? Wir haben uns dann dazu entschieden, es online zu versuchen, und zwar sehr professionell. Und der zweite Anlauf war dann im November 2020. Um die Boxersprache zu strapazieren, haben wir gesehen, dass wir ein technisches K.O. erlitten haben. Das heißt, wir konnten den Forschungstag leider aus technischen Gründen nicht durchführen. Nichtsdestotrotz haben wir es auch mit derselben Mannschaft, Frauschaft, noch einmal versucht und heute funktioniert es. Wir werden, und da bin ich mir ganz sicher, einen interessanten Forschungstag erleben mit vielen interessanten Themen. Bevor ich das Wort jetzt dann der Frau Dr. Kanzi gebe, möchte ich mich noch sehr herzlich bei allen, die heute wieder online dabei sind, bedanken. Sie haben uns die Treue gehalten, die Anmeldungszahlen sind heute genauso wie im November 2020 und das freut uns sehr und wir werden uns sehr bemühen, einen guten, interessanten Forschungstag zu gestalten. Das Programm zum Forschungstag wird Ihnen jetzt Frau Dr. Kanzian vorstellen. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen einen guten Morgen und freue mich sehr, Sie heute zum 8. ÜBF-Forschungstag Fische im Naturgewässer begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Monika Kanzian. Ich koordiniere seit 2007 die Forschungsaktivitäten der Bundesforste und darf Sie heute durch die Veranstaltung führen. Obwohl es bereits der vierte Forschungstag ist, den ich organisieren und moderieren darf, so ist es doch eine Premiere für mich. Denn das erste Mal findet diese Veranstaltung online statt. Ich möchte Ihnen dazu zum Tagesablauf ein paar technische Informationen geben. Das Programm des heutigen Tages haben Sie mit der Anmeldung bereits erhalten. Wir sehen es gleich auch eingeblendet. Der Tag wird so ablaufen, dass Sie immer zwei Vorträge hintereinander hören und dann im Anschluss eine Diskussionsrunde mit beiden Referenten haben.